ist wirklich so, dass ich als Unternehmer vermutlich am meisten aus Fehlern gelernt habe, die ich selbst mal gemacht habe. Und ja, das ist oft schmerzhaft, weil man ist sich dessen nicht bewusst, wenn man die Entscheidung trifft. Es muss nicht immer eine personelle Entscheidung sein. Aber ja, das in der Summe, glaube ich, was Erfolg ausmacht, ist, dass einfach ein bisschen mehr funktioniert hat, als nicht funktioniert hat. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance im Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash Talk, just Flow. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Sendung Jeremias Meyer. Er ist der Managing Director und Co-Founder von Bexio, eine Schweizer Business-Software für Kleinunternehmen, die bis heute schon über 15.000 Kunden hat und vor kurzem von der Mobiliar übernommen wurde. Herzlich willkommen bei uns im Flowcast. Danke für die Einladung. Die erste Frage lautet immer von 1 bis 10. Wie fest bist du in diesem Moment im Flow, trotz Stau bei der Anreise? 7. 7. Ja. Wie ist so dein Flow-Level? Ist es immer eher hoch oder mit was fällt das und steht? Also ich meine grundsätzlich ich bin Unternehmer, ich denke mein Flow-Level ist eher hoch, ich bin auch eher ein unruhiger Typ, aber im Endeffekt muss ich auch immer wieder daran arbeiten, wirklich in den Flow zu kommen, um fokussiert Probleme zu lösen. Auch ich werde mit sehr viel Ablenkung konfrontiert den ganzen Tag, die dem Flow eben dann auch schaden. Bexio, ich denke, die meisten Kleinunternehmer in der Schweiz, die kennen die Software schon. Für die noch nicht kennen, was ist Bexio überhaupt? Bexio ist eine einfache, cloudbasierte Software für Kleinunternehmen. Mit Bexio können Kleinunternehmen so die Kernprozesse innerhalb ihres Unternehmens sehr effizient und einfach steuern. Das heißt, Rechnungen schreiben, Kunden verwalten, Buchhaltung machen. Und Bexio ist aber auch mehr als einfach nur eine Software. Bexio verbindet eigentlich das Kleinunternehmen mit seinen wichtigsten Partnern. Das heißt, Banken beispielsweise. Wir haben Schnittstellen zu allen großen Banken oder auch zu seinem Treuhänder und Steuerberater, der dann bei der Buchhaltung unterstützen kann. Oder auch im Bereich Personenversicherung. Also es geht wirklich darum, diese Integrationen zwischen verschiedenen Teilnehmern in diesem Markt so zu machen, dass für kleine Unternehmen der administrative Ballast möglichst gering ist. Jetzt kennen wir Bexio, doch wer bist du, der Mann hinter Bexio? Also ich bin einer der Menschen hinter Bexio. Ich bin 33 Jahre alt, bin eigentlich Unternehmer seit Anbeginn meiner Berufskarriere. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und während meinem Studium habe ich einen Musikclub geführt mit ein paar Freunden und habe da mal am Morgen 2:30 oder so einen Typ kennengelernt an der Bar, der gerade eine Unternehmung gegründet hat, und habe dann am Montag mit ihm begonnen, dieses Unternehmen aufzubauen. Das noch während dem Studium. Das heißt, ich bin Unternehmer seit mehr als 10 Jahren, primär im IT- und Software-Umfeld. Nebst dem bin ich auch Familienvater seit 2 Jahren. Das ist so mein zweites Startup. Ja. Und wie kam die Idee oder warum wusstest du, ich will Unternehmer werden? Was war da so der ausschlaggebende Punkt? Also du warst, glaube ich, 23, hast du 21, ja, genau. Da hattest du schon die erste Firma. Also ich bin eigentlich immer so ein bisschen zufällig in so Sachen reingerutscht. Aber für mich war es immer klar, dass ich habe an der HSG studiert und damals alle meine Mitstudenten, die wollten Investmentbanker werden oder Business Consultants, und mich hat das irgendwie nicht sehr gereizt. Ich habe eigentlich schon mein Leben lang immer unternehmerische Aktivitäten verfolgt. Schon während der Schule hatte ich so immer irgendwie ein kleines Business laufen. Habe dann eben während dem Studium mich in einem Musikclub engagiert, und mir hat es immer sehr gefallen, etwas aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen,
zum Teil auch Risiko eingehen und dann sehen, dass es funktioniert. Das zusammen mit großartigen Menschen arbeiten und eben gemeinsam was erreichen, das hat mich immer sehr stark motiviert und interessiert. Ich habe nie gesagt, so jetzt werde ich Unternehmer, was muss ich dafür tun? Mhm. Also ich glaube, ich bin da einfach vom Typ her, von den Sachen, die mich interessieren, halt immer an so Themen rangekommen. Hat es dann aber mit dem Studium natürlich ein gutes Fundament für deine unternehmerische Karriere, oder? Ich denke schon. Also ich glaube, mich hat schon immer interessiert, wie wirtschaftliche Organisationen funktionieren, wie Business funktioniert. Also ich habe nie, auch als Jugendlicher, wenn ich ein kleines Business gemacht habe, wollte ich auch damit Geld verdienen. Also da kann ich ganz offen sein. Geld verdienen hat mir immer auch gezeigt, es funktioniert. Also das heißt, ja, von dem her gesehen hatte ich eine gute betriebswirtschaftliche Grundausbildung. Was es dann aber wirklich braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein, habe ich nicht wirklich im Studium gelernt. Für das war ich zu wenig an der Uni. Ich hatte ja schon eine erste Firma während dem Studium. Also gelernt habe ich am meisten aus Fehlern, die ich selbst gemacht habe, und aus dem Austausch mit anderen Unternehmen. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig war das, dass du BWL studiert hast? Ich habe so viele Gäste hier, die einen haben gar nichts gemacht, nicht mal eine Lehre, die anderen haben studiert. Wie wichtig oder was hat es dir auf diesem Weg, wo du heute bist, gebracht, das zu studieren? Also ich glaube, im Endeffekt hat es mir natürlich so ein gewisses Grundverständnis gegeben, so ein bisschen Theorie und auch, ich glaube, was wir schon auch gelernt haben, ist, wie strukturiert man Informationen, analytische Fähigkeiten, dass man irgendwie Grafiken interpretieren kann, mit Zahlen arbeiten kann. Solche Themen, das lernt man natürlich während dem Studium. Was man dann aber nicht lernt, ist, wie führt man eine Organisation, wie stellt man Mitarbeiter ein. Also, und das sind auch die viel... ich sage mal, viel wichtigeren Themen, wenn es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen. Ich meine, ein Buchhalter, der Buchhaltung versteht, den kann ich einstellen, wenn ich davon keine Ahnung habe. Mhm. Genauso, wenn es um andere theoretische Disziplinen geht. Was ich aber nicht lernen kann oder einstellen kann, ist halt wirklich so, die Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass ein Business funktioniert. Und das hat sehr viel mit Menschen und mit Erfahrung zu tun. Und wo hast du das gelernt? Hast du da einfach mal ausprobiert, einige Mitarbeiter dann wieder entlassen müssen, weil sie falschen waren? Oder wie war da dein Weg? Ja, so hart das klingt, auch solche Fehler habe ich gemacht. Ist wirklich so, dass ich als Unternehmer vermutlich am meisten aus Fehlern gelernt habe, die ich selbst mal gemacht habe. Und ja, das ist oft schmerzhaft, weil man ist sich dessen nicht bewusst, wenn man die Entscheidung trifft. Es muss nicht immer eine personelle Entscheidung sein, aber ja, das in der Summe, glaube ich, was Erfolg ausmacht, ist, dass einfach ein bisschen mehr funktioniert hat, als nicht funktioniert hat. Aber gelernt habe ich wirklich enorm viel durch Ausprobieren oder auch durch Austausch, andere Fragen. Ich habe immer sehr geschätzt, wenn ich mich mit Unternehmern austauschen konnte, die schon ein bisschen weiter waren, die schon ein paar Jahre mehr Erfahrung hatten, schon ein bisschen größere Firmen hatten. Das hat mir immer geholfen, als wir noch alle sehr jung waren. Gab es auch Mentoren vielleicht, die euch supportet haben? Ja, also ich hatte immer andere Unternehmer oder jetzt auch bei Bexio Mitglieder im Verwaltungsrat beispielsweise, mit denen ich mich sehr eng ausgetauscht habe, die dann auch verhindern konnten, dass ich gewisse Fehler wiederholen würde, die sie vielleicht schon mal gemacht haben, als sie ihre Unternehmen aufbauten. Ich glaube, das ist schon wichtig. Man muss sich bewusst sein als Unternehmer, dass man nicht alles weiß und dass man gewisse Sachen halt lernen muss. Und da warst du sehr offen. Also ich kann mir vorstellen, bei einem so großen Betrieb, wie ihr das jetzt habt, da will man vielleicht die eigenen Ideen auch durchsetzen und dann kommt vielleicht jemand aus dem Verwaltungsrat, der dich stoppt und sagt, nee, Jeremias, jetzt musst du da etwas bremsen. Konntest du das immer gut akzeptieren? Oder hat man da nicht so der junge Flow, ich will das unbedingt durchbringen? Doch, das hat man schon auch. Ich bin aber jetzt nicht der Typ, der
unbedingt am Schluss seinen Namen drunter haben muss unter der Idee. Die Idee, da, wenn sie gut ist, kann sie auch von jemandem anderem kommen. Ich will, dass wir das Ziel erreichen. Das heißt, ja, ich meine, Auseinandersetzungen gibt es immer. Aber ich glaube, ich kann ziemlich gut auch einen Schritt zurücknehmen und andere ihre Ideen realisieren lassen. Ich lasse auch zu, dass vielleicht mal was gemacht wird, wo ich kritisch bin. Aber einfach auch, damit die Mitarbeiter selbst Fehler machen können und lernen können. Das ist uns sehr wichtig. Sehr spannend. Kommen wir vielleicht noch zur Geschichte von Bexio. Die ist ja auch interessant. Also du hattest schon eine Firma mit deinen beiden Mitgründern. Mhm. Und da habt ihr eigentlich ein Problem entdeckt. Mhm. Mhm. Ja, das war eine Firma, die hat Software entwickelt, Websites, E-Commerce-Lösungen aufgebaut. Und in dieser Firma hatten wir wirklich dieses Problem, dass wir ein Riesenchaos in der Administration hatten. Wir wussten nicht, wie viel Geld wir verdienen. Das war oft so, dass wir sehr viel gearbeitet haben. Wir hatten sehr viele Aufträge, aber Ende Monat hat dann irgendwie die Kohle auf dem Konto gefehlt. Und wir haben gesagt, okay, haben wir dem Kunden die Rechnung schon geschickt? Hat er überhaupt bezahlt? Zum Teil gab es wirklich auch Situationen, wo wir vergessen hatten, die Rechnung zu schicken, uns dann peinlich waren, ein halbes Jahr später anzurufen und zu sagen, hey, ja, du schuldest uns noch Geld. Also, und von daher hatten wir dann die Idee, okay, wir müssen dieses Problem lösen. Aber die erste Idee war, komm, wir kaufen irgendeine Lösung. Also wir wollten nicht zwingend was selbst bauen, haben dann den Markt angeschaut, gesehen, okay, da gibt es keine einfache Cloud-basierte, damals hat man noch nicht von Cloud gesprochen, mhm. aber eine webbasierte Lösung, die nicht viel kostet und die einfach ist, die wirklich für ganz kleine Unternehmen ausgerichtet ist, gab es damals nicht. Und zumindest nicht in der Schweiz. Und das hat uns dann motiviert, selbst was zu bauen, weil wir hatten keine Lust auf eine viel zu, wir hatten auch kein Geld dafür, aber die Lösungen, die es damals so Standard waren, da musste man einen Server kaufen, da musste man teure Lizenzen kaufen und Schulung und Anpassung und alles und das kostet schnell fünfstellig und das hat uns dann ziemlich demotiviert und aber gleichzeitig dann auch angestachelt, selbst was zu tun, weil meine Kollegen, die konnten Software entwickeln. Und ich habe dann versucht herauszufinden, wie man die Software verkauft. Mhm. Also wie kriegt man Kunden? Weil es war sehr schnell so, dass wir hatten die Software bei uns, die lief. Wir haben die dann auch ersten Kunden und Kollegen gezeigt. Die haben dann gesagt, ah, ich will das auch. Also haben wir mal eine Webseite aufgebaut. Und dann kam ich dazu, um wirklich herauszufinden, wie verkauft man das? Also wie gewinnt man für so eine Lösung Kunden? Und auch da haben wir zuerst mal ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und haben dann aber herausgefunden, wie man mit so einem Produkt wächst. Und haben dann, ich sag mal, dieser Prozess ging schon mehrere Jahre, um herauszufinden, okay, wie verkauft man, was fehlt noch im Produkt. Damals ging es wirklich darum, so 5-10 Kunden pro Monat zu gewinnen und zu schauen, dass die natürlich auch Kunden blieben. Dann haben wir so bei etwa 100 Kunden haben wir gesagt, okay, wir stellen mal einen Programmierer rein und vielleicht noch jemand, der Kundendienst ein bisschen mithilft und Administration. Und dann so 2012, 2013 hatten wir so wirklich ein gutes Gefühl, sagt, okay, es funktioniert. Also lass uns einen Schritt weitergehen und auch Investoren suchen, um das größer zu machen. Und so ist es dann im Dezember 2013 zur Gründung der Bexio AG gekommen, eben mit dem Ziel, eine Software anzubieten, die Kleinunternehmer erfolgreicher ihr Business führen lässt. Und so ging dann die Bexio Story los. Die andere Firma, die lief parallel weiter. Ich bin dann aus der operativen Führung dieser Firma raus. Also wir haben uns da aufgetrennt. Einige der Mitgründer und Partner haben den Webdienstleister geführt und ein anderes Team ging dann zu Bexio. Okay. Und dann, zu dieser Zeit gab es kein anderes Tool, wo das konnte, was ihr abgedeckt habt, hier in der Schweiz. Ja, da waren wir die Ersten, ja. Und ist es heute noch so, oder kamen da unterdessen Mitbewerber, die ähnlich sind? Ja, das hat sich geändert. Das ist schon vor ein paar Jahren
war natürlich so, dass wir nicht die einzigen Schlauen waren, die gemerkt haben, dass es ein Riesenpotenzial gibt. Ich meine, in der Schweiz gibt es fast 500.000 Kleinstunternehmen und die meisten arbeiten heute noch mit Excel-Listen und Papier und halt keiner guten Lösung. Also heute ist es sicher so, dass wir da mehr Mitbewerb haben. Ich sehe aber nach wie vor so, dass die Marktentwicklung ist in einer Phase, wo es wirklich noch sehr viel Potenzial gibt. Sehr viel. Bei den meisten Kunden, die wir gewinnen, sind wir die erste Lösung überhaupt. Also es ist nicht so, dass wir da uns gegenseitig Kunden wegnehmen müssen, sondern es stachelt an, es ist motivierend, dass auch andere auf diesen Markt kommen. Aber es ist noch kein Verdrängungswettbewerb wie in anderen Branchen. Und es gibt ja, also ich bekomme täglich Newsletters, E-Mails und neue Tools zum Prüfen. Ja. Warum seid ihr so erfolgreich und eigentlich so, ich glaube, in diesem Segment das führende Schweizer Tool? Ja, also ich glaube, wir sind der größte Anbieter in der Schweiz. Ich denke, das hat vermutlich, so ganz einfach gesagt, zwei Gründe. Also ich glaube, wir haben wirklich ein Tool gebaut, das für diese Kunden gebaut ist und wir hatten nicht irgendwie eine Groß-KMU-Lösung, die wir klein gemacht haben. Wir waren selbst unsere eigenen Kunden. Wir nutzen heute noch Bexio für unsere Buchhaltung, auch wenn wir schon ein bisschen größer sind. Das heißt, wir kannten wirklich die Probleme der Zielgruppe sehr gut, weil wir auch selbst da drin waren. Und das Zweite ist, ich glaube, wir haben herausgefunden, wie man sehr schnell wächst und wie man sehr viele Kunden gewinnen kann und behalten kann. Also ich glaube, es ist nicht nur wichtig, ein tolles Produkt zu haben. Verkauf und Kundenberatung und dann auch der ganze Service, Kundendienst etc. muss alles auf einem sehr guten Level sein. Und um das in diesem Massenmarkt erfolgreich umzusetzen, ich meine, da geht es darum, dass wir an Spitzentagen 100 neue Unternehmen onboarden auf unsere Plattform, ist wichtig, dass man auch Marketing, Sales, Customer Care sehr daten- und technologiegetrieben anschaut. Also die klassischen Vertriebsmodelle im Business-Software-Markt, die funktionieren nicht für die Zielgruppe, die wir bedienen. Ich glaube, wir waren die Ersten, die das in der Schweiz geknackt haben. Und man sagt ja, die besten Tools entstehen von den Menschen, die selber ein Bedürfnis haben und dann etwas daraus machen. Das habt ihr gemacht. Und was glaubst du, du hast gesagt, ihr habt ein Modell herausgefunden, wo euch sehr schnell wachsen lässt. Ja. Was ist das Erfolgsmodell? Also ich glaube, das Wichtigste... Kann man das auch auf andere Branchen vielleicht kopieren? Ja, glaube ich schon. Also man wird auch gemacht. Die Geschichte unseres Verkaufs ist eigentlich so, am Anfang haben wir geschaut, okay, wie wird Business Software verkauft. Und damals und auch heute noch zu größten Teil war es so, das ging über Wiederverkäufer, über Implementierungspartner, also ein sehr indirekter Verkauf. Dann klassisch Außendienst und so, haben wir alles probiert. Hat alles nicht funktioniert, weil wir gesehen haben, okay, die Pakete, die wir unseren Kunden verkaufen, die 50 Franken im Monat, es funktioniert niemals, wenn da einer in seinem BMW rausfährt und 10 Kunden besuchen muss, um einen abzuschließen. Mhm. Also haben wir sehr schnell, weil wir auch aus der Webbranche kamen, voll auf online gesetzt. Wir hatten A, zu wenig Geld für andere Maßnahmen, haben gesehen, okay, wir bauen eine gute Website, man muss unser Tool kostenlos testen können und dann brauchen wir einfach noch Traffic auf der Website, also sprich Besucher. Und haben dann sehr früh begonnen mit Google AdWords, mit Suchmaschinenoptimierung, mit Content Marketing. Eigentlich so die ganze Nachfrage, die es im Web gibt nach einem Tool wie unseres, zu uns zu bringen. Dann sehr gezielt auch den ganzen Sales Funnel zu optimieren, indem wir gesagt haben, okay, so viel kommen auf die Webseite, so viel melden sich für die Testversion an, was passiert nachher, so viele füllen die Daten aus und so weiter. Oder? Und diesen Trichter durchoptimiert über Jahre. Ja. Hat wirklich dazu geführt, dass wir so schnell und erfolgreich wachsen konnten. Natürlich, es braucht Leute, die das können, es braucht ein tolles Team, es braucht ein Produkt, das das zulässt, das genug einfach ist. Die ersten Jahre hatten wir überhaupt keine Verkaufsmitarbeiter, sondern wir haben wirklich nur Online-Marketing und Kundendienst gemacht.
Also das heißt, es muss alles zusammenspielen, aber der Haupttreiber unseres Wachstums war wirklich diese online-basierte, datengetriebene Verkaufsmaschine. Und das habt ihr euch alles, also habt ihr das alles selber im Team umgesetzt oder hattet ihr da Agenturen oder Firmen, die das für euch realisiert haben? Teils, teils. Also wir haben immer am Anfang habe ich sehr viel selbst gemacht, dann mit Dienstleistern oder als wir noch kleine Budgets hatten, mit Agenturen. Irgendwann wurden die Agenturen aber zu teuer im Verhältnis zu dem, was wir da investiert haben. Entsprechend haben wir dann begonnen, in-house das Ganze aufzubauen, haben heute ein Marketing-Team von knapp 10 Leuten, die eigentlich primär Lead-Generierung machen. Also sehr eine spannende und Erfolgsgeschichte, die ihr da mit Bexio habt und auch weiterführt. Für so eine Software und Programmierung, da braucht man ja auch Geld. Wie habt ihr das selber finanzieren können oder wie lief das? Später kommen dann die Investoren, aber vielleicht kannst du uns etwas über den Geldfluss mal Bexio erzählen. Grundsätzlich, gerade so ein Geschäftsmodell braucht natürlich sehr, sehr viel Geld. Also man muss zuerst die Software bauen und dann ist es so, dass man auch von den Cashflows her, oder man investiert zuerst in die Kundengewinnung und der Kunde schließt anschließend ein Abonnement ab. Also das heißt, wenn ich 300 Franken ausgebe für Werbung, Beratung, Website und alles, bis der kauft und der Kunde anschließend ein Abo für 50 Franken im Monat löst, dann brauche ich nur schon 6 Monate Kundenbeziehung, um die Kundenakquisekosten reinzuholen. Mhm. Aber die sind am Tag, als wenn der Kunde unterschreibt, sind die weg von meinem Konto. Das heißt, dieser Mismatch eigentlich aus Cash-Abfluss und Zufluss, der muss finanziert werden, weil je schneller ich wachse, je mehr Geld verbrenne ich zuerst. Und hinten kommen dann die wiederkehrenden Erträge aus der Kundenbasis. Ja, am Anfang, bis zur Gründung haben wir uns selbst finanziert. Aus dem Umsatz unserer ersten Firma konnten wir die Entwicklung finanzieren, konnten wir auch schon ein bisschen experimentieren mit Verkauf etc., wie das funktioniert. Und anschließend haben wir eigentlich so die klassische Startup-Finanzierung durchgemacht, von Business Angels bis am Schluss dann zu strategischen Investoren. Vielleicht kannst du einen Tipp mitgeben, wenn jemand sagt, hey, ich habe die Idee für eine Software, soll er dich anrufen oder wie kommt er an Geld? Wir hatten Hans-Ulrich Rehmann von der Samsung Hall bei uns und er sagt, ja, früher konnte er zur Bank gehen und bekam das Geld, heute muss man Business Angels suchen. Wo findet man die? Also das ist richtig. Ich meine, heute ist so, dass, weiß nicht, wie es früher war, für das bin ich vermutlich noch etwas zu jung, aber man braucht Business Angels und Investoren, um ein Tech-Startup aufzubauen. Das ist korrekt. Wie man die findet, da gibt es zwei Wege. Das eine ist wirklich, es gibt so Associations und Gruppen, die findet man über Google. Das sind die bekannten Anlaufstellen. Dann gibt es überall auch Startup-Förderprogramme, die Business Angels in ihrem Netzwerk haben. Also das heißt, das eine ist so und das andere ist halt eben durchfragen. Wie haben es andere gemacht? Sich austauschen mit anderen Unternehmen. Ich habe vor allem diesen Weg gewählt, indem ich einfach versucht habe, mit Unternehmen zu sprechen, die schon weiter sind und versucht habe, da mein eigenes Netzwerk aufzubauen. So unsere ersten Business Angels, wir haben wirklich ein Jahr lang haben wir gesucht nach Finanzierung und die dann das Ganze ins Rollen gebracht haben, die haben wir eigentlich per Zufall dann gefunden. Okay. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man muss auch lernen, wie überzeugt man Investoren. Also ich glaube, das ist auch ein Prozess. Es ist eigentlich insofern gut, wenn man am Anfang nicht mit seinen Favoriten gleich loslegt, sondern es auch übt, wie pitche ich mein Startup, wie präsentiere ich das. Und da wirklich mich auch challengen lasse von Business Angels. Weil ich glaube, gerade wenn man das zum ersten Mal macht, ist es wichtig, dass man Business Angels hat im Sinne von
man sagt, Smart Money, oder dass man nicht nur Geld braucht, sondern eben auch Leute mit Netzwerk, mit Erfahrung, die einen ein bisschen coachen, die einem Türen öffnen können. Das ist vor allem in der Frühphase eines Startups mega wichtig. Hattest du oder ihr als Team dann eine klare Vision mit Bexio oder entstand irgendwann, hey, wir wollen das Tool sein für Kleinunternehmen? Die Vision wurde immer schärfer. So am Anfang, dass wir ein Tool für Kleinunternehmer bauen, das war immer klar. Es gab aber am Anfang, dachten wir, ja, wir übersetzen das Ding in 90 Sprachen und machen ein globales Business. Haben dann gesehen, okay, nein, wir müssen uns mal auf die Schweiz fokussieren, dafür aber auch von der Produktstrategie her ein bisschen anders fahren. Was auch dann mit der Zeit dazu kam, ist zu dieser Teil der Vision der Verbindung des Kleinunternehmens mit seinen wichtigsten Partnern. Wir haben heute eben die größten Banken an Bord, wir haben über 1000 Treuhandpartner in der ganzen Schweiz. Zu diesen Themen, ehrlich gesagt, haben wir diese Vision ganz am Anfang nicht. Am Anfang haben wir einfach mal gemacht und geschaut, okay, was braucht es, um ein Kleinunternehmen erfolgreicher zu machen, um unsere eigenen Probleme zu lösen. Was muss ich da für Software bauen? Das war ganz am Anfang. Und dann mit der Zeit, also das war vor allem dann so 2014 hat sich wirklich diese Vision rauskristallisiert. Die haben wir entwickelt gemeinsam und seit dann eigentlich nie groß verändert. Okay. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir erfolgreich waren. Als wir dann diesen Weg eingeschlagen haben und auch unser Startup finanziert hatten, dann sind wir unserer Strategie treu geblieben. Und wie wichtig war der Fokus? Also ich meine, ihr habt ja dann eure erste Firma quasi später verkauft und dann euch fokussiert auf Bexio. Wie wichtig war dieser Schritt vielleicht auch? Also ich glaube, das war super wichtig. Also, am Anfang waren wir so, es gab so gewisse, also wir waren so ein Team von 4 Partnern. Einige waren sich unsicher, wollen wir das wirklich auseinandernehmen und 2 Firmen machen? Für mich war eigentlich immer klar, ja, es sind 2 unterschiedliche Businesses, da müssen wir uns fokussieren, weil sonst hast du immer, du gibst dem Teil des Business Aufmerksamkeit, wo es halt einfach mehr brennt. Und wenn es halt im Projektbusiness brennt, dann kommt das Produktbusiness zu kurz. Also diese Fokussierung war schon auch sehr wichtig. Die wurde dann auch beispielsweise von Business Angels angeregt. Also die haben auch gesagt, Jungs, es macht einfach keinen Sinn, das zusammenzulassen. Und haben dann so mitgeholfen, alle zu überzeugen, diesen Schritt zu machen. Und ich habe dann noch ein halbes Jahr lang beide Firmen geführt als CEO, währenddem der eine Partner dann das Software-Business, den Service-Teil übernommen hat. Und habe dann schon gemerkt, das geht nicht gut, beides gleichzeitig machen. Und war dann sehr froh, als ich mich nur noch auf Bexio fokussieren konnte. Also ein sehr wichtiger Entscheid, sagst du, sich dann auf Bexio zu fokussieren und das andere loszulassen sozusagen. Ja. Ich glaube, Fokus war immer wichtig und ich glaube auch, dass ich habe vorhin gesagt, dass ein Erfolgsfaktor sicher war, dass wir an der Strategie festgehalten haben. Mhm. Und irgendein kluger Typ hat mal gesagt, eine Strategie zu haben bedeutet, Nein zu sagen. Mhm. Also, dass man genau weiß, was man nicht macht. Weil man wird jeden Tag mit neuen Opportunities konfrontiert und Ideen und Sachen und man muss sehr viel mehr und das ist auch anstrengender und schwieriger Nein sagen als Ja. Und deshalb war es also beispielsweise auch in Sachen Internationalisierung, irgendwann musst du sagen, nein, wir müssen zuerst hier richtig erfolgreich sein, bevor wir in 10 Länder expandieren. Und auch da war dieser Fokus ein Grund, weshalb wir erfolgreich sind. Nein sagen, hast du gerade gesagt. Wie gut kannst du das? Musstest du das lernen? Ja, ich kann es sicher besser als auch schon. Ich bin aber noch nicht der perfekte Neinsager. Okay. Nein. Also kein guter Tipp an die Menschheit, wie man besser Nein sagen kann. Ja, doch. Also ein Punkt ist sicher, nicht sofort Ja sagen. Aber ich glaube, wenn ich mir unsicher bin, dann gestehe ich mir ein, okay, ich bin jetzt noch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Das kann es durchaus mal geben. Ja. Und das ist sicher ein Tipp für Leute, die schwer Nein sagen können. Holt ein bisschen Anlauf und sagt dann Nein. Okay. Ja. Gut. Du hast schon vorher gesagt, ihr hattet
teilweise bis zu einem Jahr, bis ihr den richtigen Business Angel oder überhaupt einen Investor gefunden habt. Ja. Wie war das mit der Motivation und dem Flow? Ich denke, irgendwann zweifelt man vielleicht auch mal und sagt, hey, finden wir da noch jemanden? Oder wie warst du da in dieser Situation? Ich glaube generell, also die ganze unternehmerische Laufbahn ist geprägt von Rückschlägen und es dauert immer länger, als man denkt und das man gerne hätte. Und man ist sehr ungeduldig. In Japan sagen sie auch, Erfolg heißt 7-mal auf die Fresse fallen, 8-mal aufstehen. Und so ist es eigentlich auch wirklich. Wir müssen uns immer wieder motivieren und sagen, los, auch wenn es jetzt mal nicht geklappt hat, wir bleiben dran. Was da sehr geholfen hat, war, dass ich da nicht allein war, sondern wir wirklich ein Team sind, auch heute noch. Und wenn einer mal einen Durchhänger hat, dann gibt es einen anderen, der vorangeht und sagt, los, let's do it. Oder man findet dann vielleicht Lösungen in Problemen, die man alleine nicht hinkriegt. Also ein gutes Team um sich herum zu haben, hilft, so diese Achterbahnfahrt als Unternehmer erfolgreich zu meistern. Du hast das Sprichwort angesprochen von Japan mit 7-mal umfallen, 8-mal aufstehen. In Amerika ist man schon fast ein Star, wenn man scheitert. Ja. Bei uns in der Schweiz ist die Kultur etwas anders. Ja. Hattest du auch Angst, dass es könnte in die Hose gehen oder zu scheitern? Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, ich hatte keine Angst. Ich habe keine Angst. Und schlussendlich treibt mich auch an, dass ich will, dass wir erfolgreich sind, dass mein Team und ich unsere Ziele erreichen. Ich hatte nie Angst vor persönlichen Konsequenzen im Sinne von, ja, dann bist du der Depp und kannst nie mehr irgendwas machen im Business. Aber ich hatte immer, also ich habe auch heute noch Respekt davor, wenn ich denke, okay, der Plan muss aufgehen, ich werde alles dafür tun, dass der Plan aufgeht. Und ja. Wir hatten immer ein bisschen Angst. Das ist aber auch gut so. Ist ganz normal und auch menschlich, wäre ja gelogen. Vor kurzem wurde bekannt, die Erfolgsgeschichte von Bexio geht weiter. Ihr wurde an Mobiliar verkauft. Man munkelt von 115 Millionen, aber da kann ich natürlich nichts dazu sagen. Ist das richtig? Ja, kommentiere keine Gerüchte. Du kannst nicht kommentieren, klar. Aber der Verkauf zu Mobiliar war für mich fast etwas überraschend, dass der kam, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich verfolge schon seit 2-3 Jahren und sehe immer, wie die, jedes Mal, wenn ich auf der Startseite bin, da waren mal 7.000, 10.000, 15.000 Kunden. Und jetzt erfahre ich aus der Presse, im Sommer war das, glaube ich, Mobiliar hat euch gekauft. Ja. Vielleicht auch eben deshalb, weil jedes Mal, wenn du auf der Webseite warst, eine andere Kundenzahl da stand. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, dass es für einen Außenstehenden einfach überraschend ist, eine Versicherung und Bexio irgendwie sonderbar. Wenn man sich das aber ein bisschen im Detail anschaut, ist das gar nicht so sonderbar. Und ich glaube, wir hätten diesen Schritt auch nicht gemacht, wenn wir nicht überzeugt davon gewesen wären, dass der auch sinnvoll ist für unser Business, für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter. Im Endeffekt ist es so, dass ein Business wie eine Versicherung, die müssen sich im Rahmen der Digitalisierung auch anders positionieren. Weil heute ist eine Versicherung ein Produkt, da erlebst du nur, wie gut es ist, wenn dir was passiert. Das heißt, die Interaktionsfrequenz ist sehr tief. Entsprechend überlegen sich nicht nur Versicherungen, Banken genauso, oder was bietet die Digitalisierung für Möglichkeiten, mein Serviceangebot für meine Kunden, jetzt in unserem Fall im KMU-Sektor, wie kann ich mein Dienstleistungs- und Produktangebot in einem bestimmten Markt verbessern? Und das hat dazu geführt, dass das Mobiliar für uns interessant wurde. Gleichzeitig, was wir als Tech-Startup, wir sind nur in der Online-Welt unterwegs, was wir gesehen haben, was für uns sehr interessant ist, ist die Kombination von Online und Offline. Mhm. Wir machen inzwischen sehr viele Offline-Aktivitäten, sehr erfolgreich, weil wir eben sehen, okay, die Menschen haben immer noch das Bedürfnis, sich irgendwie lokal zu treffen, gewisse Dienstleistungen auch vor Ort zu konsumieren. Und da hat natürlich ein Partner wie eine Mobiliar eine ausgezeichnete Position,
wo wir eigentlich noch nirgends sind. Umgekehrt sind wir vielleicht im digitalen Bereich schon ein bisschen weiter, weil wir auch nichts anderes kennen als der digitale Teil. Ja. Trotzdem würde mich interessieren, es ist jetzt schon ein paar Monate her, ja. Was hat sich da vielleicht auch verändert? Merkte der Kunde vielleicht etwas? Viele haben das vielleicht auch gar nicht mitbekommen, es ist ja nicht irgendwo präsent auf eurer Seite, nehme ich jetzt mal an. Also wir natürlich haben wir alle Kunden informiert, wir haben auch einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, also wir haben das öffentlich announced. Und für unsere Kunden hat sich aber nichts geändert. Oder? Ich meine, die Software ist immer noch dieselbe. Wir haben in dem Sinn auch noch nicht irgendwelche Mobiliar-Services bei uns integriert. Und für uns als Unternehmer oder für uns auch als Führungsteam und als Mitarbeiter von Bexio hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Mobiliar hat immer gesagt, und das war auch ein Grund, weshalb wir glauben, dass das Mobiliar der richtige Partner ist für uns, dass wir nicht integriert werden und als eigenständige Tochterunternehmung geführt werden. Und das machen sie auch. Also entsprechend sind wir immer noch ziemlich, ziemlich frei. Natürlich hat sich die Zusammensetzung des Verwaltungsrats hat sich geändert. Da sitzen jetzt Leute von der Mobiliar. Ich muss sagen, die Zusammenarbeit ist konstruktiv, auf Augenhöhe und macht Spaß. Mobiliar gehört oder ist der größte Schweizer KMU-Versicherer, von dem her passt es ja wunderbar zu euch. Trotzdem hat man da nicht etwas Angst, vielleicht gerade du so als Startup-Unternehmer, da könnte jetzt irgendwie nicht mehr so das Startup-Feeling da sein. Da kommt so ein alter, klassischer Versicherungsdienstleister. Hat man da vielleicht etwas Respekt am Anfang gehabt? Ja, also ich glaube schon. Also ich meine, das wäre komisch, wenn man da als Unternehmen auch sagt, ist mir wurscht, was jetzt mit meinem Startup passiert. Wie vorhin gesagt, ich glaube, so diese Punkte waren für uns wichtig. Oder was bedeutet die Übernahme für Mitarbeiter? Wie eigenständig sind wir? Was bedeutet es für die Kunden? Wie werden wir geführt? Also können wir weiterhin dynamisch sein, wie wir es in der Vergangenheit waren? Und diese Rahmenbedingungen sind gegeben. Deshalb haben wir auch gesagt, ja, das macht alles sehr viel Sinn. Und es ist auch tatsächlich so. Also es ist nicht so, dass sich da massiv viel verändert hat, wie wir die Firma führen und wie wir funktionieren. Da, wo wir an Dynamik verloren haben, um da ganz offen zu sein, ist jetzt nicht wegen Mobiliar, sondern einfach, weil wir auch bald 150 Leute sind. Also wir sind nicht mehr 10, die einfach kurz miteinander eine Pizza essen und nachher hat man einen Schlachtplan und baut in der Nacht was, am nächsten Morgen geht es raus zu den Kunden. Wir sind auch größer geworden und durch das Langsamer gibt es verschiedene Teams und Standorte und das ist nicht mal die Tatsache, dass das Mobiliar uns gekauft hat. Okay, wir werden das spannend natürlich verfolgen, wie es da weitergeht. Und ich hoffe, das bleibt auch so, wie es jetzt ist und für euch stimmt. Ja. Du hast es schon erwähnt, 150 Mitarbeiter. Wie muss ich mir da so einen Arbeitsalltag bei euch vorstellen? Und jetzt nicht jobmäßig, was ich da machen muss, sondern so von der Stimmung. Ist das so, wie man das kennt bei Google aus dem Film? Oder wie ist da euer Unternehmen aufgebaut? Ich meine, deine Tätigkeit, egal was du machst, ja. Meine, gewisse Sachen sind bei allen gleich. Dein Tag bei Bexio, du erlebst ein doch noch eher junges Team, ein sehr internationales Team. Wir haben Leute aus etwa 15 oder 16 verschiedenen Nationalitäten bei uns. Ein sehr offener, familiärer, direkter Umgang miteinander. Ich glaube, das ist wichtig. Wir sind eine sehr teamorientierte Truppe, auch eine ambitionierte Truppe. Also wir wollen alle Gas geben. Also da kannst du auch mal abends spät noch durchs Office gehen und siehst überall noch ein bisschen Licht brennen. Du siehst aber auch Leute, die Spaß haben. Also wir haben sehr viel. Für uns ist wichtig, die Leute haben ambitionierte Ziele. Wir arbeiten alle viel. Entsprechend ist auch der Ausgleich wichtig. Und wir haben ein ganzes Programm an verschiedenen Entspannungs- und Betätigungsmöglichkeiten, von
Personal Trainer, der Bootcamp durchführt mit den sportlichen Bexios. Es gibt Yoga-Lessons über Mittag, es gibt Lunch fürs ganze Team, natürlich auch Tischtennis und Tischfußball und verschiedene Spiele. Events gibt es auch viel, dass wir miteinander Sachen unternehmen. Was auch ganz cool ist, viele von diesen Initiativen wurden auch von Mitarbeitern selbst organisiert. Also das heißt nicht, es kam nicht irgendwie von oben. Also es gibt ganz tolle Sachen, die von Mitarbeiter für Mitarbeiter durchgeführt werden. Also das ist, ja, also eine Mitarbeiterin von mir hat mal gesagt, es fühlt sich an, wie mit Freunden zu arbeiten. Und so ist es auch. Das ist ja das Ziel von jedem Chef oder in den meisten Betrieben zumindest. Und man muss schon sagen, heute muss man als Unternehmen auch viel bieten. Die Konkurrenz findet auch da statt unter den Unternehmen. Ja, das ist ganz, ganz richtig. Vor allem in unserem Bereich. Ich meine, wir suchen Spezialisten, Fachkräfte im IT, Digital Marketing, in der Softwareentwicklung und. Also, und da sind wir nicht die Einzigen. Und es hat viel zu wenige auf dem Arbeitsmarkt. Und man konkurrenziert, gerade auch in der Schweiz, mit Firmen wie Google, mit großen Banken, die große IT-Arbeitgeber sind. Also der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt ist hoch. Ich glaube, es ist sicher auch ein Grund, weshalb man als Arbeitgeber ganz bewusst in die Zufriedenheit der Mitarbeiter investieren muss. Wir sind schon bald am Ende von der Sendung. Was denkst du, was war so der wichtigste Punkt in der Bexio-Karriere oder Timeline, wo euch zum Durchbruch verholfen hat? Ich würde vermuten, eine Integration mit den Banken wie UBS zum Beispiel könnte vermutlich ein riesiger Unique Selling Point gewesen sein. Ja, also das ist sicher einer der wesentlichen Punkte. Also ich meine, als wir 2015 die erste Direktschnittstelle zu einer Bank mit UBS realisiert haben, hat uns das auf einen neuen Level gehoben. Also wir hatten einerseits eine Funktionalität, die sonst niemand hatte in diesem Markt, und gleichzeitig einen Partner wie eine UBS an der Seite. Und das war für uns schon der Ritterschlag. Also da waren wir nicht einfach so das kleine Garagen-Startup. Wir konnten immerhin in ein Bankensystem integrieren, also so Themen wie Sicherheit und gibt es die Firma in 5 Monaten noch und so, die waren vom Tisch. Wir wurden am Markt ganz anders wahrgenommen. Es hat uns sehr geholfen, dann eben auch diesen Plattform-Approach, den ich eingangs erwähnt habe, umzusetzen. Als wir uns wirklich von der reinen Software zur Plattform entwickelt haben, das ging eigentlich mit UBS los. Ja. Ja, und unterdessen sind praktisch alle Schweizer Banken mit dabei, oder? Nein, noch leider noch nicht alle, okay, aber fast. Also ich komme ein bisschen darauf an, wie man es anschaut. In der Schweiz gibt es ja furchtbar viele Banken. aber wir sind in der Lage, über 80% des Marktes abzudecken. Also wir haben die 5 größten Banken, sind jetzt vor allem daran, Kantonalbanken onzuboarden. Unser Ziel ist nicht, alle Banken abzudecken, sondern irgendwo so 90%+ des Marktes, das wird reichen. Müssen ja auch Banken sein, wo die KMU... Genau. Oder meine Bank, die 500 KMU-Kunden hat, ist jetzt sicher in der Prioritätenliste nicht zu oberst. Was sind so die nächsten Steps? Was habt ihr noch im Köcher? Was ist noch dein Plan? Also ihr habt jetzt 15.000 Kunden. Das Potenzial in der Schweiz ist etwa, was haben wir? 500.000? Ja, etwa. Genau. Kleinunternehmen, ja, also ja. Ist noch riesig. Das Potenzial ist enorm. Also, und entsprechend ist unser Ziel ganz klar, möglichst schnell zu wachsen. Wir möchten den Vorsprung, den wir haben, ganz klar ausbauen. Unser Anspruch ist, die Nummer 1 zu sein im Schweizer Markt. Und da geht es darum, in diesem Tempo weiter zu wachsen. Es gibt aber auch nebst dem schieren Kundenwachstum natürlich auch auf der Seite Produktinnovation ganz viele spannende Themen, die wir angehen. Und dann sind auch Themen wie Westschweiz. In der Westschweiz sind wir noch, in der Romandie sind wir noch schwach. Wir werden jetzt auch einen Standort eröffnen in Lausanne. Also gibt es auf der Produktseite, auf der Marktentwicklungsseite, es gibt überall ganz spannende Themen, an denen wir zurzeit arbeiten. Ausland, Deutschland, Österreich ein Thema? Ist zurzeit kein Thema.
Okay. Was gibt's noch, was du gerne den Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht eine ähnliche Karriere einschlagen möchten wie eure? Also ich glaube, im Endeffekt zuerst denen mal danken, dass sie bis zu dieser Stelle gehört haben. Das freut mich sehr. Dann, was ich mitgeben kann, ist da wirklich, dass ein Unternehmen aufbauen ist ein Marathon mit ganz vielen Sprints hintereinander. Also man muss wirklich bereit sein, sich immer wieder aufzurappeln. Es wird immer vieles nicht funktionieren. Und am Ende gewinnt der, der hat, bei dem es ein bisschen mehr funktioniert hat, als nicht funktioniert hat. Ich glaube, das ist eigentlich dieser Durchhaltewille, der muss gepflegt werden. Und da kann auch ein tolles Team oder ein Umfeld sehr viel dazu beitragen, dass man eben diesen Biss nicht verliert. Also ich glaube, aus Fehlern lernen ist sehr wichtig als Unternehmer. Und nur so kommt man am Schluss ans Ziel, wenn man dazu offen ist. Der Durchhaltewille, der zählt. Gab es Momente, Jeremias, wo du gesagt hast, jetzt ist fertig, ich mache eine normale Karriere da draußen von 9 bis 17 Uhr arbeiten und ich will nicht mehr Unternehmen sein? Gab es Momente? Ja, da gab es das vermutlich schon, immer wieder. Auch wenn meine Frau gefunden hat, sie hat mich jetzt seit Wochen nicht mehr ohne Notebook gesehen. Nein, im Ernst, bei jedem Rückschlag gab es wieder so, hat man geflucht, gesagt, wieso mache ich denn das? Am nächsten Tag hat man es wieder getan. Also wirklich ernsthaft, dass ich mir gesagt habe, nein, jetzt suchst du dir einen Job irgendwo in der Privatwirtschaft, wo du einfach Angestellter Nummer XY bist und um 5 nach Hause gehst. Das habe ich mir echt nie ernsthaft überlegt. Und wo holst du die Energie, Tag für Tag? Mir gibt es sehr viel Energie, mit tollen Menschen zu arbeiten. Also ich freue mich echt, wenn ich ins Büro gehe. Fühle mich privilegiert, mit so einem tollen Team zu arbeiten. Das gibt mir sehr viel Energie. Wenn mir aber mein Team mehr Energie raubt, als es mir gibt, das kann durchaus auch mal vorkommen, dann gehe ich sehr gerne raus in die Natur. Oder ein bisschen schwimmen, um den Kopf frei zu kriegen. Sehr spannend. Ja, abschließend die letzte Frage hier bei uns im Flowcast oder zweitletzte Frage. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, Familie und Frau hast du schon, also das geht nicht mehr, aber vielleicht noch Fragen hat, auf welchen Plattformen findet man dich, wo kann man oder darf man dich kontaktieren? Gibt es einen Weg? Ja, LinkedIn ist sicher der präferierte Weg, wenn es um Business geht. Man kann mir auch auf Twitter folgen. Instagram geht, glaube ich, nicht so einfach. Das ist mehr für meine Freunde. Facebook eigentlich auch. Ja. Okay. Man findet einen Weg, mich zu kontaktieren. Sehr gut. Soll aber nicht so einfach sein. Genau, absolut richtig. Und die letzte Frage, von 1 bis 10, wie fest bist du nach diesem Gespräch im Flow? Jetzt bin ich schon auf 8,5. Das hat mich gefreut. Ich hoffe, es steigert sich noch, wenn du bei der Familie bist. Alles genau. Gute, Jeremias, und weiterhin ganz viel Erfolg mit Bexio. Ja, merci vielmals. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow.